Nee, jetzt hört uns niemand. Hallo? Ja, jetzt. Jetzt hören wir euch wieder. Ja, perfekt. Alles gut. Hervorragend. Dann willkommen zur letzten Session, zur Abschlussrunde. Ich habe heute Morgen vorgestellt, dass ich mich gerne mit euch unterhalten möchte, wie wir zukünftig die wesentliche Technologie künstliche Intelligenz im Learning nutzen können und wollen. Meine Session zweigeteilt. Ich würde euch kurz nochmal abholen für diejenigen, die nicht so firm sind, was mit künstlicher Intelligenz auf uns zukommt alles. Ich denke mal, ich brauche da so eine Viertelstunde dafür. Und dann habe ich das Konzeptboard schon so weit vorbereitet, dass wir dort auch sammeln können, beziehungsweise wir im Raum können es hier auch am Whiteboard sammeln. Was sind so die spannenden Themen, wenn ihr verstanden habt, wie die künstliche Intelligenz da quasi zukünftig uns unterstützen wird, dass wir eben das Lernen tatsächlich einfacher machen können. Ich habe da einen ganz schönen Anknüpfungspunkt. Wir haben in der vorigen Session diskutiert, wo speichern wir was ab und wo finden wir es wieder. Ich glaube, das ist in fünf Jahren alles erledigt, weil die KI wird es einfach für uns erledigen. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken mehr machen. Warum wird es so sein? Vielleicht zwei Worte zu mir. Ich bin so ein bisschen der Exot in den HR-Organisationen. Ich habe mal Informatik studiert, bin aber schon seit 2006 in den HR-Prozessen unterwegs und mache seit 2006 quasi digitale Transformation in HR mit neuer Technologie. Ich war bis 2019 bei der IBM, habe dort mit der KI von IBM gearbeitet, die unter dem Begriff auch Watson läuft. Deshalb hier auch die Watson Solutions nochmal, die wir heute auch noch nutzen. Und warum das so spannend wird, möchte ich euch einfach mal kurz zeigen. Definitiv, wir sind in eine neue Ära eingetreten und diese neue Ära ist spätestens, glaube ich, seit 2018, als der Papst gesagt hat, im World Economic Forum, liebe Welt, passt auf, Artificial Intelligence, Robotics and other innovative innovations have to be serviced for the humanity. Das heißt, wir müssen das nutzen für den menschlichen Service, weil wir alle wissen natürlich, dass wir Technologie immer auch fürs Gute als auch das weniger Gute verwenden kann. Aber wenn so eine Message dann quasi nach Davos geht, spätestens, dann ist es, glaube ich, klar. Man sieht es auch in den ganzen Fundings, die es gibt. Die einzelnen Bundesländer legen 3 Milliarden auf, 5 Milliarden auf, Bundesregierung 30 Milliarden. Ein China legt mal kurz 300 Milliarden auf, um KI einzusetzen. Also da liegt Geld jede Menge auf der Straße und es braucht sich auch keiner in seinem Unternehmen scheuen, das Thema anzugehen. Ihr geht euch auf eure öffentliche Hand zu und die werden euch Geld geben für die Lösungen. Die geben euch sogar Geld fürs Personal, um KI-Projekte umzusetzen. Also selbst Projekte bis zu 80% des Personaleinsatzes können da tatsächlich umgesetzt werden. Also es gibt da jede Menge Geld. 5 Milliarden übrigens gerade für Projekte im Gesundheitswesen, also wer im Gesundheitswesen unterwegs ist, 5 Milliarden aktuell gerade bis 2025, um KI-Projekte quasi im Gesundheitswesen zu machen. Wie funktioniert die künstliche Intelligenz? Wir verarbeiten natürlich Daten, das ist, was ich gerade gesagt habe. Wir wandeln diese Daten in Inhalte um. Wir machen dann eine Mustererkennung, Analyse dieser Informationen. Wir automatisieren, wir berechnen Wahrscheinlichkeiten. Eine Wahrscheinlichkeit wie hoch ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort die richtige Antwort auf meine Frage ist. Und auf Basis von dem wird dann natürlich der Dialog quasi zwischen Mensch und Maschine entsprechend abgewickelt. Genau, wir haben daraus neue Erkenntnisse. Wir können Voraussagen treffen. Ich mache immer am liebsten das Beispiel im Recruitment. Das ist ein bisschen fremd jetzt hier, aber Recruitment ist am einfachsten. Ich habe eine offene Stelle, ich habe 10 Bewerber drauf. Welche 3 Bewerber passen am besten auf diese Stelle? Das macht die KI zukünftig. Da braucht man keinen Recruiter mehr an der Stelle. Und die Daten, die eben von einem Bewerber vorliegen, das sind eben nicht nur die Bewerbungsdaten, die heute 20, 25 Seiten teilweise lang sein können, sondern es sind halt auch die Social-Media-Profile und was sonst noch zur Verfügung steht. Und dann macht die KI da ein entsprechendes Matching. Die Praxis, ja. Im Recruiting sieht so aus, wir haben 10 offene Stellen und keine Bewerber. Habt ihr auch eine Antwort drauf? Ja. Ich sehe das auch überhaupt gar nicht so als Recruiterin, dass die KI das zukünftig alleine macht.
Ja, nicht einstellen, da gebe ich dir komplett recht, aber deine Vorauswahl macht sie dir. Und auf die 10 offenen Stellen, die keine Bewerber haben, da ist die Antwort, Tools für Active Sourcing einzusetzen, um in den Social Media Kanälen die passenden Profile zu finden. Und die findest du halt nicht nur auf LinkedIn, Xing und Co. oder Monster, StepStone etc., sondern die findest du halt dann möglicherweise, wenn er Developer sucht, auf GitHub. Und es gibt genügend Startups aktuell, die können auf GitHub den richtigen Developer für euch identifizieren, inklusive seiner Kontaktdaten, um den anzusprechen. Das ist Active Sourcing. Aber jetzt, Ich will jetzt nicht Active Sourcing reden, aber kurz zum Recruiting, weil ich werde oft angeschrieben von solchen künstlichen Intelligenzen und man merkt, dass das eine künstliche Intelligenz ist. Und die anschreiben oder diejenigen, die mich anschreiben, das sind dann inhabergeführte Kleinunternehmen, da merke ich, da steckt ein Mensch dahinter. Also es ist eine Frage der Funktionalität und der Anwendung. Ja, ja, und wir sind sicherlich hier auch noch am Anfang, aber die Lösungen werden kontinuierlich besser. Also wir können da Voraussagen entsprechend treffen. Und die Algorithmen, die da im Einsatz sind, die lernen da permanent dazu und steigern quasi ihren Nutzwert auch kontinuierlich, je besser ich quasi mit diesem Algorithmus auch entsprechend arbeite. Warum neue Ära? Ihr seht es hier so ein bisschen am Zeitstrahl aufgedröselt. Seit den 50er Jahren haben wir die Elektrifizierung quasi unserer digitalen Datenverarbeitung. Aber 2011 war der Milestone, wo wir eingetreten sind in dieses Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In der Theorie gibt es schon lange. Warum 2011? Weil seit 2011 haben wir die Rechenpower, die Speichersysteme und die Datenübertragungsraten, um einfach das entsprechend auch nutzen zu können. Und wie diese gelbe Linie hier, also das ist der Mehrwert aus den Daten, wie diese gelbe Linie hier hinten ansteigen wird, das weiß keiner so genau. Ich prognostiziere so ein bisschen, dass wir hier definitiv einen Corona-Effekt haben werden. Also wir werden es noch ein bisschen nach vorne ziehen können und noch viel, viel schneller Nutzen aus den Daten ziehen. Die Präsentation gibt es ja im Nachgang auch noch. Da ist unten ist noch ein Link dran, wer sich da mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen will. Es kommt noch eine neue Rechnergeneration, das sind die Quantumcomputer. Die werden nochmal eine zigtausendfache Leistungssteigerung zu den Rechnern bringen, die wir heute haben. Und mit diesen Quantumcomputern werden wir sicherlich noch ganz andere Anwendungsfälle dann entsprechend bekommen. Also hier unten nochmal ein Link mit eingefügt. Drei Eigenschaften, was ihr mitnehmen sollt, was eben diese KI hat, ist, wir verstehen unstrukturierte Daten. Unstrukturiert deshalb, weil es sind geschriebene Texte. Das ist nur einfach, mündliche Sprache und zukünftig aber auch visuelle Kommunikation. Bei Bildern sind wir schon ganz unterwegs. Mit Videos ist es noch ein bisschen schwieriger, aber wir werden auch Videos in Kürze verstehen. Und dann ist eben ein Video auch ein Datenschatz quasi, um daraus entsprechende Erkenntnisse zu ziehen. Wir verstehen diese Informationen, zugrunde liegende Konzepte. Wir treffen dann Geschäftsentscheidungen regelbasiert darauf hin und nutzen eben Best-Practice-Wissen und Expertenwissen, wo immer es auch steht, dann wiederum entsprechend für Anwendungen. Das ist das logisch Denken, schreibe ich da immer drüber. Es sind natürlich weiterhin Algorithmen. Klar, es ist nicht Denken, wie ein Mensch denkt, aber es ist nicht mehr weit weg davon. Und was die Maschine halt kann, sie kann eben konstant dazulernen, den Nutzwert steigern, das habe ich schon gesagt, die logische Urteilskraft verbessern, sich entsprechend zunehmend. Und das unterscheidet eben diese KI-Systeme von diesen traditionellen Computersystemen, die einfach regelbasiertes abgearbeitet haben. Und wenn wir das dann mal angucken in Beispielen, das ist nochmal eine andere Darstellung, die ist in dem Foliensatz noch drin, da wird von 4 Eigenschaften gesprochen, also Verstehen der Daten, Schlussfolgern, Lernen und auch das Interagieren eben zwischen Mensch und Maschine, damit hier dieser Nutzwert auch wirklich durch das Feedback des Experten oder der Expertin entsprechend gesteigert werden kann. Das überspringen wir zeitlich. Genau. Das ist mir noch ein schönes Beispiel, wo ich empfehlen kann. Das habe ich jetzt auch schon auf dem Conceptboard mit einem neueren Link als diesem hier gepostet. Hier seht ihr eine kleine künstliche Intelligenz, ein kleiner Roboter, diese Kugel, die hier auf der ISS schwebt.
Auf der ISS wird gerade erprobt ein digitales Assistenzsystem mit dem Simon hier. Das ist schon Simon 3 oder 2 oder 3, der mit dem Luca oben war. Der erste war mit dem Alexander Gerst oben. Jetzt war ein Simon 3 oder 4 mit dem Astronaut Maurer entsprechend oben. Das ist den Link, den ich auf dem Concept Board gepostet habe. Und hier ist dadurch die künstliche Intelligenz nicht in diesem Roboter verbaut, sondern die künstliche Intelligenz steckt natürlich im Rechenzentrum, in dem Fall in Frankfurt. Und jetzt müsst ihr einfach euch vorstellen können, die ISS, die Datenübertragung von der ISS bis Rechenzentrum in Frankfurt sind 400 Millisekunden. Die Daten werden im Rechenzentrum verarbeitet und 400 Millisekunden wieder zurückgeschickt. Und dann ist es tatsächlich echt eine Echtzeitkommunikation, die hier zwischen dem Astronaut und dem entsprechenden digitalen Assistenten stattfindet. Also wenn ihr euch das mal anguckt, da seht ihr, welche Power da zukünftig kommen wird mit digitalen Assistenten, die in der Lage sind, eben einem Astronauten zu assistieren, wenn er dort hunderte von seinen Projekten auf der ISS oben entsprechend durchführen wird. Und das ist das, was ich vorher schon einleitend gesagt habe. Wir werden uns zukünftig keine Gedanken mehr machen, wo welche Informationen liegen, sondern die KI findet die passende Information zur passenden Frage. Also wie gesagt, das sind einige YouTube-Filme publiziert. Simon ist der Name, wird mit der ESA oder mit dem DLR entsprechend werden diese Projekte gerade umgesetzt. Und alles dies, was man da jetzt sieht, trotz Weltall ist alles erst die letzten 5 Jahre passiert. Also der erste Simon ist 2017 hochgeschickt worden. Mit Maurer, wie gesagt, war jetzt Simon 3 oder 4 schon oben auf der ISS. Ein Vergleich dazu, was wir da machen, ist, Flugsimulatoren kennt man eigentlich schon ewig. Ein Pilot, der bevor er eine Maschine fliegt, wird quasi in einem Flugsimulator trainiert. Auch die werden natürlich immer besser. Und was wir machen, ist damit, wir machen quasi eine Virtualisierung eines Schulungssystems aus jeglichem Geschäftsprozess. Und es geht dann eins weiter sogar noch, wenn wir dann in der Theorie trainiert haben. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier. Wir haben hier auf der linken Seite ein entsprechendes SAP-System, auf der rechten Seite den entsprechenden Klon dazu. Das heißt, wenn wir quasi einen Geschäftsprozess aufzeichnen und diesen Geschäftsprozess dann aufgezeichnet wiederum virtualisieren, in die Cloud schieben als HTML5-Content, dann kommt dann so ein Asima-Klon entsprechend dabei raus. Also wir sprechen hier wirklich von Cloning, weil der End-User tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann, ist er in einem echten SAP-System, Salesforce-System, SAP SuccessFactors, Workday oder was auch immer, sondern er arbeitet dann entsprechend in einem Klon. Der Klon hatte den großen Vorteil an der Stelle, es können natürlich keine Daten kaputt gemacht werden, es müssen keine großartigen Daten aufbereitet werden für eine Schulung entsprechend, sondern es wird hier prozessorientiert dann entsprechend geschult. Also wir haben hier tatsächlich jetzt eben den Flugsimulator für ein SAP-System, wo ein Anwender im SAP zum Beispiel beliebig trainieren kann. Und das nutzen wir dann eins weiter für unterschiedliche Modi natürlich in diesem Flugsimulator. Wir zeichnen ach, das seht ihr gar nicht mehr. Ich sehe es. Sah so aus, als ob du aus dem Meeting geflogen bist. Okay. Tja, finde ich jetzt schnell den Link. Ich komme wieder. Okay, sorry in die Hybrid Cloud, aber irgendwie hat mein Rechner sich aus dem Teams verabschiedet. Genau, da sind wir wieder.
das ist mein Anknüpfungspunkt, wiederfinden. Also wie gesagt, hier auf der rechten Seite sehen wir den Output, unterschiedliche Modi eben von einem, wir sagen Flugsimulator ähnlichen System, wo wir dann die Schulungsumgebung virtualisieren. Der Input ist egal. Ich nehme immer gerne S4HANA als Input, weil das sind 70-80% unserer Projekte, die wir gerade machen. Aber es könnte eben auch ein Salesforce sein, könnte ein ServiceNow sein, Workday oder was auch immer für eine Applikation, die wir hier quasi capturen, nacheditieren und dann den Klon entsprechend publizieren. Was machen wir dann da draus? Wir haben dann auch im Vergleich wiederum zum Flugsimulator eine digitale Flugnavigation bis dahin sogar zu so einem sogenannten Heads-Up-Display. So ein Heads-Up-Display hat der ein oder andere vielleicht auch schon in seinem Auto. Das heißt, auf der Windschutzscheibe seht ihr Daten vom Navigationssystem, von der Verkehrserkennung, Verkehrszeichenerkennung zum Beispiel, ein schöner klassischer Anwendungsfall von KI. Das heißt, eine Kamera guckt, welche Zeichen sind denn da draußen und scannt quasi dieses Zeichen ab, 30er-Zone, 50er-Zone, 80er-Zone. Mit dem Navigationssystem, der Geschwindigkeit bekomme ich auch noch eine Anzeige, ich bin zu schnell entsprechend, oder mein Assistent drosselt automatische Geschwindigkeit. Das sind diese Heads-Up-Displays, die wir daraus generieren können. Und nichts anderes machen wir quasi mit jeglicher Anwendung. Schematisch dargestellt haben wir jetzt hier hinten quasi wieder einen Laptop, auch möglicherweise mit einem SAP-System. Und wir legen dann intelligente Schichten quasi davor, wo wir dann quasi diese Informationen, die wir entweder aufgezeichnet haben aus den Schulungsunterlagen oder eben auch, spannend ist es natürlich, aus Drittsystemen wiederum einspielen können. Einfachheit halber haben wir hier mal ganz trivial öffentlich verfügbare Wetterdaten eingespielt. Das heißt, wenn der Geschäftsprozess Logistik hier zum Beispiel die Notwendigkeit hat, mit Wetterdaten zu arbeiten, dann müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute teilweise in eine Drittapplikation wechseln. Wir können das quasi hier in diese blauen Fenster direkt quasi einspielen und können dann eben aus Drittsystemen Daten verfügbar machen. Ja, die anderen zwei Zeichen erkläre ich vielleicht beim nächsten. Ja, sehen wir hier zum Beispiel. Hier sind weitere Anwendungsfälle. Also hier oben sehen wir jetzt zum Beispiel zusätzliche Icons. Die sind jetzt auch quasi auf dieser intelligenten Schicht oberhalb der Applikation, wo wir quasi hinter der Lupe zum Beispiel die Trainingsunterlagen hinterlegen, die dann explizit zu diesem Salesforce-Prozess New Account auch ziehen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin quasi in diesem Prozess ist, New Account anlegen, hat irgendwelche Schwierigkeiten, möchte sich die Schulungsunterlage nochmal ziehen, dann geht sie quasi hier nur auf diese Lupe und bekommt automatisch quasi ein Snippet, 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten, wie muss ich denn entsprechend einen New Account anlegen. Oder wir schaffen es natürlich auch, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir automatisch auch wiederum durch die KI erzeugen können, beim Aufzeichnen des Projektprozesses, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung auch wiederum in diese intelligente Schicht zu legen und dann quasi dem Anwender zu zeigen, was muss ich denn in diesem Prozess entsprechend tun. Ein trivialer Fall ist auch zum Beispiel hier so eine Umrechnung von Währung, wenn der Prozess eben oder die Anwendung in Euro komplett durchgeführt wird. Ich aber jetzt hier zum Beispiel in UK Mitarbeiter sitzen habe, die natürlich den aktuellen Umrechnungskurs gerade haben wollen, dann kann ich das natürlich hier zum Beispiel beliebig auch wiederum einspielen und so einen Umrechnungskurs machen. Ja, da kommt eine Frage von Simon. Frage, das heißt, ihr baut das UI von dem SAP oder S4HANA danach und gibt dann sozusagen Touchpoints in Eingabefeldern nach, die dann künstlich verarbeitet werden? Oder wie kann ich mir dieses Layer sozusagen von euch, was ihr jetzt, was du sagtest mit dieser Wetteranalogie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie entsteht das UI? Also die intelligente Schicht darüber hat keine direkte Verbindung tatsächlich zur Produktionsumgebung dahinter, sondern wir lesen tatsächlich den Screen aus. Das ist beim Projekt natürlich auch ganz spannend,
Da kann ich immer sofort empfehlen, zieht eure Betriebsräte mit ein, die Mitbestimmung mit rein. Wir lesen wirklich den Screen tatsächlich. Also wir können natürlich dementsprechend komplett verfolgen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Screen machen. Im Prinzip hätten wir sogar eine Analytics, die man natürlich immer abschalten müssen und anonymisieren müssen. Wie gut oder schnell ist dem entsprechenden Mitarbeiter so ein Prozess entsprechend durchzuführen. Bei der Schulungserstellung, Unterlagenerstellung zeigen wir tatsächlich Objekt für Objekt quasi eines Screens auf. Also wir machen keinen Screenshot, sondern das sind die Patente, die wir seit 2010 haben. Das sind lauter einzelne Objekte, die wir haben, so wie wir es vorher auch gesehen haben in der Gegenüberstellung. Eine Dropdown-Liste ist eine Dropdown-Liste, ein Eingabefeld ist ein Eingabefeld und kann auch in der beliebigen Reihenfolge entsprechend ausgefüllt werden, entsprechend in der Schulungsunterlage. Genau. Ja, das UI, was wir hier jetzt zum Beispiel hier in diesem Dunkelblau machen, das ist beliebig gestaltbar. Oft sagen unsere Kunden einfach, hier, da wollen wir unsere Corporate Identity auch mit reinbringen. Dann ist das Ding halt gelb, lila, orange oder was auch immer. Also das lässt sich beliebig gestalten durch entsprechende Templates. Hier unten sieht man jetzt einen Beispielfall. Wir lesen jetzt hier zum Beispiel die Eingabe einer E-Mail-Adresse. Erkennen da dabei, das ist ein Duplikat und zeigen jetzt eben einfach dem Eingebenden auf, bist du sicher, dass du hier ein Duplikat anlegen willst, weil diese E-Mail-Adresse eben im CRM schon hinterlegt ist. Ja, hier aber ein paar weitere Beispiele, da will ich gar nicht so detailliert mehr weiter drauf eingehen, bis auf die letzte, weil die in der vorigen Session auch schon war. Der trivialste Fall, was ich immer sage, allerdings sicherlich auch der komplexeste zu implementieren, ist natürlich hier einfach auch einen Chatbot zu integrieren. Also ich kann natürlich über meine Applikation auch einen Chatbot legen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann einfach auch fragen kann, was sind denn die verpflichtenden Felder, die jetzt hier in diesem Prozess eingegeben werden müssen, und der Chatbot kann das dann entsprechend beantworten. Hier ist ein Chart noch mit integriert, wo wir im Gesundheitswesen arbeiten. Das ist quasi ein Overlay. Wir haben vorher auch die Krankenschwester gesehen neben dem Laptop. Das ist so meine Herzensangelegenheit ein bisschen. Ich bin so ein bisschen angetreten mit Leben retten durch künstliche Intelligenz. Wir haben diesen digitalen Assistent auch in Krankenhäusern schon am Laufen, also über ein Krankenhausinformationssystem. Das heißt, wir lesen mit, was Ärzte oder entsprechend medizinisches Personal ins KIS eingeben. Und wenn uns dort etwas auffällt, was eben Watson for Healthcare gepowert ist, dann zeigen wir hier halt möglicherweise auch Fehler auf. Also zum Beispiel eine Medikamentenunverträglichkeit. Ich habe ein Medikament, ein anderes Medikament, die sind untereinander unverträglich. Das weiß der Arzt möglicherweise gar nicht. Und dann poppt ein Fenster hoch. Bist du sicher, dass du diesem Patienten dieses Medikament geben willst? Da gibt es folgende Unverträglichkeiten. Gerade im Gesundheitswesen ist es hochspannend, weil täglich kommen circa 300 neue Erkenntnisse hinzu. Das kann kein Arzt mehr verarbeiten und das versucht die Gruppe eben rund um Watson for Healthcare permanent in diese Wissensdatenbanken einzubauen, die wir dann entsprechend wieder anzapfen können. Spannender wird es noch, wenn wir auch die historischen Daten dann von den Patienten zusätzlich haben werden. Das heißt eben, dieser digitale Assistent irgendwann mal sagen wird, übrigens auf der Welt gibt es 10.000 solche Fälle mit folgendem Medikament und folgender Therapie haben wir von den 10.000 8.500 geheilt. Also von dem her wird es beim 10.001. auch sicherlich sinnvoll sein, folgende Medikamente und folgende Therapie entsprechend durchzuführen. Ja, das sind solche Assistenten, die wir hier zukünftig erleben werden. Genau. Doch 5 Minuten zu lang. Aber jetzt würde ich überleiten wollen zu den Fragen und eben auch die Fragestellung, die ihr aus dem Lernumfeld seht. Welche Daten können denn interessant sein für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in so einem digitalen Assistenten zukünftig zu verarbeiten und dann eben in praktischer Form den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter die Arme zu greifen, entweder Neues zu erlernen oder eben, wo wir sagen, ihren täglichen Job besser, schneller und fehlerfreier zu machen, weil wir treten auch so ein bisschen an, dass wir sagen, die Datenqualität
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor quasi für ein Unternehmen. Überall dort, wo irgendein Fehler gemacht wird, also eine falsche Bestellung eingegeben wird oder vom Supply Chain möglicherweise irgendwas schiefläuft, das produziert hinten viel, viel mehr Aufwand, wenn man das entsprechend vorne vermeiden könnte. Genau, soweit. Ich eröffne die Runde der Fragen oder Ergänzungen oder Kommentare. Ich habe eine Frage. Funktioniert der? Ja. Also diese Krankenschwester mit dem Laptop, das gefällt mir sehr gut. Die Frage, die ich habe, gibt es quasi eine private Applikation, wo sich die Krankenschwester daheim an ihrem Laptop mal mit dieser Technik auseinandersetzen kann, ohne gleich im Kliniksystem zu sein? Ja, das ist das, was wir eben als Lernumgebung, als hyperrealistische Lernumgebung bezeichnen. Das ist dieser Flugsimulator, den der Pilot auch eben entsprechend hat, wo er lernt, eine 747 zu fliegen oder irgendein anderes Flugzeug zu fliegen. Die Flugsimulatoren sind ja nach den Modellen gebaut. So bauen wir auch quasi auch die Schulungssysteme für unsere Kunden. Also hier in Deutschland sind meine Kunden ganz stark im Retail-Bereich, die ganzen Supermarktketten. Wenn die permanent irgendwelche neue Kassensysteme zum Beispiel ausrollen, trainieren wir quasi mit einer virtuellen Umgebung. In der Cloud trainieren wir quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das neue Kassensystem oder auch das neue Warenmanagementsystem, das neue Bestellsystem für den Supermarkt, was auch immer. Genau. Ich bin ganz beeindruckt, was ihr da aufbaut und komme dann gleich ins Grübeln, was da die Hersteller der Software dazu sagen. Also ich habe im Job viel mit SAP zu tun und habe da so den Eindruck, dass die am liebsten die Hand draufhalten auf alles und jeder kleine Baustein Lizenzen kostet. Und dann denke ich mir gerade die ganze Zeit, das gibt es doch gar nicht, was du hier zeigst. Also es passt nicht so in meine Welt. Das kostet auch bei uns Lizenzen. Weil das ist unser Geschäftsmodell, aber Thomas Jennewein und ich sind da nicht im Argen gegeneinander. Im Gegenteil, ich habe so eher den Eindruck, die SAP begrüßt das speziell, die SAP, dass wir hier eben einfach eine geniale Schulungsumgebung schaffen, um gerade jetzt aktuell die ganzen S/4HANA-Projekte überhaupt durchzubekommen. Mhm. Weil die S/4HANA, die sind ja in der Regel die Projekte immer verschoben oder delayed, ja, okay, an der Stelle. Und wir sind halt einfach in der Lage, schon frühzeitig die Schulungsumgebung zur Verfügung zu stellen. Wir müssen nicht warten, bis ein User Acceptance Test irgendwann mal ein System als fertig bezeichnet hat, sondern wir zeichnen halt möglicherweise schon ein Development oder ein Testsystem auf und ziehen die kleinen Änderungen, weil wir eben auf Objekten gearbeitet haben, die ziehen wir die dann auch schnell nach, bevor das Ding dann in Produktion geht. Ja, jemand die Hand, ja. Die Katharina. Leute, genau. Lassen wir die mal zu Wort kommen. Hallo Katharina. Oh, wir hören dich nicht, du bist gemutet. Ich wollte mal fragen, wie der aktuelle Stand ist so mit der Datenqualität, weil mein letzter Stand war, dass, also ich kenne mich jetzt natürlich speziell im Thema Recruiting aus, dass dann halt sowas passiert wie bei Amazon, dass nur weiße Männer eingestellt werden, weil auf bisherige Bewerbungen, die eingestellt wurden, zurückgegriffen wurde. Oder dass halt auch überhaupt dunkle Gesichter nicht gut erkennbar sind. Und Da würde ich gerne mal wissen, wie da der aktuelle Stand ist, dass die Datenqualität auch sichergestellt wird. Weil das ist ja immer noch von uns Menschen, werden die doch immer noch eingefüttert. Oder gibt es da schon Neuerungen? Nicht mehr nur, genau. Uns, damals ich als Ex-IBMer in der Zwischenzeit, hat uns eigentlich sehr gut gefallen, dass es bei Amazon passiert ist, als unserem Wettbewerber, mit diesen weißen Männern, die dort eben als Verzerrung, nennt man das übrigens in der KI, der Datensatz ist verzerrt. Das heißt, es hat hier eben entsprechend keine gleichmäßige Gauss-Verteilung, sondern eben klar verzerrt Richtung weiße Männer an der Stelle. Dass es Amazon passiert ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur ein Presse-Ente oder eine Fake News entsprechend, weil ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Aber Katharina, zu deiner Frage. Ja, es gibt in der Zwischenzeit nicht mehr nur von Menschen gemachte Vergleichsdatensätze. Das sind solche AI 360-Packages, die ich dann quasi gegen meine historischen Daten laufen lasse
und dann erkenne, wo eben eine entsprechende Verzerrung vorliegt oder wo eben meine Diversity-Kriterien oder meine Gleichberechtigung hier entsprechend aus der Reihe schlägt. Speziell im HR-Umfeld natürlich hochspannend. Aber diese 360-Datasets, die gibt es eigentlich für alles. Und AI-Programmierer nutzen dies eigentlich immer, um ihre Algorithmen damit zu prüfen, zu testen, gegen die historischen Daten. Ich habe noch eine Frage. Ist das im Geschäftsmodell bei euch integriert, dass es als Software-as-a-Service nutzbar ist? Es ist Software-as-a-Service, genau. Genau. Software-as-a-Service in der Cloud, ist das Lizenzmodell. Aber ich wollte noch ein bisschen in die Daten rein. Gibt es noch irgendwie Daten, interessante Daten? Wie gesagt, in der vorigen Session habe ich gehört von ausufernden SharePoints und Wikis, die ich als, als Informatiker absolut relevant sehe, die zu analysieren und nutzbar zu machen für die KI. Ich weiß nicht, habt ihr das 2011, sagen wir auch, war der Milestone der Einführung der künstlichen Intelligenz oder der Nutzbarmachen der künstlichen Intelligenz. Auch deshalb, weil wir 2011 mit Jeopardy, dieses Wer wird Millionär in USA, ja mit einer Maschine angetreten sind und an 3 Tagen die damaligen Champions damit geschlagen haben. Und es war ja ein ähnliches quasi Fragespiel an der Stelle. Das System war nicht ans Internet angeschlossen, sondern man hat es gefüttert quasi im Vorfeld über 3 Jahre mit allem Wissen, was digital verfügbar war. Der Rechner war doppelt so groß wie der Raum jetzt ungefähr hier. Doppelt so groß wie der Raum war der Rechner. Und dort haben wir dann Jeopardy gespielt entsprechend gegen die damaligen 2 Champions. Und bei Jeopardy, wer sich das mal angeguckt hat, kann halt ein Mensch innerhalb von 2 bis 3 Sekunden entscheiden, ich weiß die Antwort oder ich weiß die Antwort nicht und drückt den Buzzer. Das heißt, es war auch die Aufgabe der Maschine, in 2 Sekunden die richtige Antwort zu geben. Und auch das ist auf YouTube nachzusehen. Die Maschine war das 3 Tage lang in der Lage, die 2 Menschen da quasi zu dominieren und immer die richtige Antwort zu geben. Und das kann ich mir natürlich im Unternehmenskontext auch sehr gut vorstellen, dass man eben dieses Wissen in dieser Form entsprechend nutzbar macht. Ich habe mich nicht gemeldet. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wir hatten vorhin eine Session mit, lass mich gerade gucken, mit Ragnar Heil zu Microsoft-Lösungen in dieser Richtung. Und da ging es auch kurz um sowas Ähnliches, das heißt Viva Topics war das. Das fand ich ganz interessant. Aber da ist mir schnell aufgefallen, okay, da brauchst du anscheinend sehr viele Microsoft-Produkte zu und wenn du das nicht hast, dann lohnt das eben nicht. Und das ist wohl auch eine komplett auf automatismenbasiertes Wissensmanagementsystem, eine Wissensdatenbank, die sich irgendwelche Inhalte zusammensucht. Was ich sagen will, was ich fragen will, ich würde es sehr hilfreich finden, weil ich aus dem Serviceumfeld komme. Das heißt, wenn jetzt Agents einen Auftrag kriegen oder eine E-Mail bekommen, eine Chatnachricht bekommen, was auch immer, die sie beantworten müssen, wenn es denn da beispielsweise einen Screenreader gäbe oder irgendein KI-unterstütztes System, was anhand von Schlagwörtern auf dem Monitor direkt Wissensartikel vorschlagen kann oder irgendwelche Hilfestellung geben kann. Das sah vorhin eigentlich recht machbar aus mit dem, was du gezeigt hast. Dass man sagt, okay, das sind meine Quellen, ich habe hier einen SharePoint, ich habe hier einen Confluence, wo Inhalte drin liegen, die potenziell helfen könnten, diese Frage zu beantworten. Es erkennt bei der E-Mail, die ich von einem Kunden beispielsweise kriege, das Wort Service XY und sagt mir dann, okay, in der Vergangenheit haben die und die Artikel geholfen, diese Frage zu beantworten. Ja, absolut. Müsste ja auch möglich sein in der Form. Ich erinnere mich da an ein Projekt, was wir mit der Versicherung gemacht haben. Die haben die ganzen Kundenbeschwerden quasi, den Kundeneingangsbeschwerdegang ist in der Zwischenzeit auch E-Mail-mäßig im ersten Schritt priorisiert, tatsächlich mit einer sogenannten Sentiment-Analyse. Sentiment-Analyse ist dann, wie kritisch wird diese Beschwerde eingestuft? Das ist ein Kunde, der schon mega sauer ist, der möglichst innerhalb von 1 Stunde oder sowas eine Antwort bekommen muss oder eben 1, 2, 3 Tage ausreichen würde und dann natürlich in die entsprechenden Fachgebiete entsprechend einsortieren.
für die entsprechenden Sachbearbeiter soweit, dass die Sachbearbeiter auch schon wieder Antwortvorschläge für diese E-Mail-Beschwerde quasi bekommen. Ich glaube, es ist sogar im Internet verfügbar noch dieser Use Case. Das habe ich, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich da verrate. Die Bayerische Versicherungskammer arbeitet mit so einem System. Mehrere tausend E-Mail-Eingänge werden am Tag quasi mit der KI entsprechend verarbeitet. Im Endeffekt, und das empfehle ich grundsätzlich, sowohl bei der Kundenkommunikation als auch bei sämtlichen HR-Prozessen, und da nehme ich dann eigentlich immer gerne wieder Recruitment, einstellen tut sicherlich immer ein Mensch, aber auch eine Absage auf eine Bewerbung sollte ein Mensch nochmal anschauen. Allerdings haben wir mit Projekten auch schon gearbeitet, die großen Brands, das sind eben wahrscheinlich nicht ihr, die da 10 offene Stellen haben und keine Bewerbungen kriegen, aber ich habe mit einem Industriekonzern gearbeitet, der stellt 4.000 Leute im Jahr ein, bekommt aber 210.000 Bewerbungen für 4.000 Stellen. Da hat, bevor wir die Software eingeführt haben, haben Menschen 170.000 Bewerbungen abgesagt, 170.000 Bewerbungen im Jahr abgesagt, um dann mit 40.000 Bewerbungen 4.000 Leute einzustellen. Und diese 170.000 Bewerbungen haben wir natürlich viel, viel schneller quasi rausgefischt zum Absagen, haben aber dann immer gesagt noch, trotzdem, bevor diese Absage rausgeht, guckt ein Recruiter nochmal drauf. Ist hier zum Beispiel eben sehr geehrte Frau Müller, passt es auch an der Stelle, weil das wird dann peinlich, wenn es ein Herr Müller oder sowas ist, zum Beispiel. Aber das machen die Maschinen natürlich deutlich schneller und besser wie wir. Ja, würde gehen, Martin. Weitere Ideen? Eher eine Frage, inwieweit denkst du, ist das eher für explizites Wissen angereichert und gedacht, als auch für implizites Wissen? Kannst du mal Beispiele machen? Beispiel, Erfahrung, die ich gewonnen habe aufgrund von Beispiel aus einer Session vorhin, da ging es um Verkabelungen beim Kabelbruch, die Schmiermittel auf den Kabeln haben, und wenn ich dort mit einer gewissen Arbeitssicherheitsvorschrift, die es zwar gibt, im expliziten Wissenkontext anwende, reicht es manchmal nicht aus, weil ich brauche eine Erfahrung dazu, eben durch das implizite Wissen, durch meine Handlungsweise eben diesen Kabelbruch reparieren zu können. Wie kann mir das dabei helfen? Also es ist jetzt eher kein systemorientiertes Beispiel, sondern eher ein praktisches Beispiel. Ist dafür KI in dem Fall anwendbar? Also vielleicht gibt es auch in dem Fall nochmal einen anderen Use Case, zu sagen, ich kenne jetzt kein implizites Wissensthema, Beispiel zum Thema S/4HANA, da bist du besser drin. Aber ist sowas auch oder abbildbar? Also wir machen solche Dinge im ServiceNow. Im ServiceNow werden in der Regel bei den größeren Unternehmen die Probleme quasi über ein Ticket-Tool quasi dokumentiert. Und wenn die Servicetechniker gut sind, dann dokumentieren sie hoffentlich hinterher auch die Lösung entsprechend. Und wenn das solche Häufungen sind, natürlich in dem Fall, ist natürlich dort dann die KI auch in der Lage aufzuzeigen. Hier haben wir die Maschinentyp XY und wir haben hier die Kfz-Werkstatt, was weiß ich, von Volvo. Und bei Volvo ist es besonders dreckig und dann ist es halt dort in der Regel immer die Problematik mit Schmiermittel und Kabelbruch etc. an der Stelle. Also das ist diese Mustererkennung, wo ich vorher einleitend gesagt habe, die man dann versucht, aus den Daten abzuleiten. Was man dann natürlich braucht, ist dann eine gewisse Laufzeit, weil die Systeme können natürlich diese Muster erst erkennen, wenn ich natürlich eine gewisse Datenmenge entsprechend habe. Und da reden wir dann schon über eine Einführung von auch mal 2, 3 oder 5 Jahren, tatsächlich, um so einen Datensatz dann entsprechend so weit zu haben, dass der Nutzwert der KI dann auch entsprechend gut ist. Ja, und da muss ich den Mitarbeiter dann halt auch ein bisschen quälen, diese Daten auch entsprechend zu erzeugen. Ja, aber im ServiceNow zum Beispiel gibt es solche Anwendungsfälle schon. Ein Use Case, den ich oft gehört habe, aber nie wirklich gesehen habe, ist, dass KI-Systeme Online-Learning-Material mehr oder minder selbst erstellen können und Quizzes und solche Sachen. Aber ich bin noch ein bisschen, also ich kann mir das natürlich gut vorstellen, aber da muss wahrscheinlich auch ein großer Lernprozess dahinter stehen. Erfahrungen oder irgendwas dahinter, oder?
Nee, meinerseits nicht. Quiz schon gar nicht. Quiz machen unsere Kunden eigentlich tatsächlich manuell hinten dran an der Stelle. Was wir noch machen ist, das ist das, was ich hier eigentlich darstellen wollte, wo ich vielleicht ein bisschen schnell drüber weggegangen bin, ist an dem Prozess, dass wir hier hinten unterschiedliche Modi haben, die wir typischerweise aus dem Lernen auch kennt. Das klassische Show Me, wie der Prozess abläuft, dann Guide Me mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann aber auch Test und Certify. Und dieser Test und Certify, der kann teilweise automatisch erzeugt werden tatsächlich. Das heißt, wenn ich null Hilfestellung mehr gebe in dem Prozess, kommt bei unserer Software zum Beispiel hinten raus, du hast von 100 Punkten 85 Punkte erreicht, weil du dir zwei Tipps geholt hast und drei Fehler gemacht hast. Dieses Test und Certify, das geht tatsächlich automatisch zu erzeugen. Aber es ist kein Quiz in der Form, sondern es ist einfach nur überprüfen, ist der Prozess quasi ordentlich bedient worden. Ich hätte noch mal eine Frage, weil du eben sagtest, es gibt KI, die natürlich auch Quizzes erstellen. Ich habe neulich eine gesehen, die funktionieren wunderbar. Du kannst einen Fachtext da reinschieben und die KI macht da wirklich wunderbare Fragen innerhalb von Millisekunden und kannst du so Lernquiz machen, das gibt es alles. Deswegen nochmal die Frage jetzt zu eurem Produkt und was ist euer Unique Selling Point? Weil es gibt ja an jeder Stelle im Prinzip solche Lösungen und gut, brauchst du irgendwo eine Datenquelle, dann hast du irgendwo eine bestimmte KI, die ist entweder besser oder schlechter und dann kommt natürlich das große Thema Vertrauenswürdigkeit dazu, also wenn wir als Unternehmen einem anderen Zugriff zu all unseren Daten geben und zusätzlich noch wenn du sagst, ihr könnt Screens im Prinzip shotten. Mitlesen. Und mitlesen, ja, dann hört es ja bei großen Unternehmen wie bei unserem direkt auf. Ja, also da kommst du gar nicht dran und kommst an vielen anderen Stellen gar nicht dran. Also die technischen Möglichkeiten sind groß, aber was ist eure Spezialität, dass du sagst, deshalb werden wir genommen für bestimmte Sachen und vielleicht eben bei Quizzes eben nicht, das machen andere. Ja. Nee, auf das Thema Quiz haben wir uns eben einfach nicht fokussiert. Also der Unique Selling Point ist sicherlich eben, was hinter den Patenten steckt von 2011, 2010 quasi. Das sind 4 Patente, dass wir eben diese, wir sagen 98% aller Applikationen auf Objektebene quasi aufzeichnen können. Alle unsere Marktmitbegleiter machen halt Screenshots. Also ihr kennt ein Captivate, ihr kennt ein TTS oder was auch immer. Die müssen halt Screenshots machen, weil die Patente halt hier entsprechend bei Asima liegen. Und die haben natürlich den Vorteil, dass wenn wir den Prozess aufzeichnen, jetzt bin ich wieder rausgeflogen, oder? Nee. Die haben den Vorteil, dass ich eben dann sämtliche Änderungen leicht entsprechend nachvollziehen kann. Das heißt, in unserer agilen Anwendungsentwicklung verändert sich das S/4HANA halt permanent, beziehungsweise ändert sich auch ein Salesforce oder eine Business-Applikation kontinuierlich. Unsere Marktmitbegleiter machen halt neue Screenshots, müssen dann anonymisieren, indem sie auf grafischer Ebene aus einem Thomas Müller und Andreas Meyer machen. Wir machen das dann entsprechend in Tabellen, ist die Anonymisierung quasi auf Knopfdruck gemacht. Oder auch die, was auch cool ist, ist die Translation. Wir können ein deutsches SAP-System aufzeichnen und können daraus ein englisches, italienisches, spanisches, französisches, chinesisches machen, ohne dass es möglicherweise existiert. Und ich habe tatsächlich einen Kunde, der schult seine Mitarbeiter in Polen, in seinem Service-Center, in einer polnischen Anwendung, die gibt es in der Produktion gar nicht. Die haben wir aufgezeichnet in einem englischen System, aber die neuen Mitarbeiter werden in Polnisch geschult im ersten Schritt und wechseln dann, wenn sie den Prozess verstanden haben, erst auf das englische Produktionssystem rüber. Und wir können dieses polnische System halt erzeugen, weil wir eben auf dieser Objektebene da entsprechend aufzeichnen. Ja, also das ist so der Mehrwert. Und was auch eben entsprechend cool ist, dass wir auf quasi der Objektebene diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, was in einem E-Learning-Content-Creation-Prozess oft auch händisch gemacht werden muss, auch automatisch erzeugen. Und was man jetzt nicht mehr sieht, weil das Screenshot wieder nicht geteilt ist, ich sage sogar immer, die Dokumentation des Prozesses ist bei uns quasi ein Abfallprodukt,
Das heißt, hier zum Beispiel eben eine Reklamation bearbeiten. Wenn ich den Prozess aufzeichne, wird automatisch ein PDF, ein Word-Dokument und ein HTML-Dokument erzeugt. Das ist für mich quasi Abfall an der Stelle, aber das wird dann eben oft in den Unternehmen dann wiederum in die Wikis oder wo auch immer reingeladen. Aber das wäre eben der praktische Anwendungsfall. Ist das in Deutschland möglich, dass ihr das aufzeichnen dürft, wie die Mitarbeiterinnen arbeiten? Ja. Also wir kriegen das security-mäßig oder mitbestimmungsmäßig immer durch die Organisationen. Wir haben die notwendigen ISO-Zertifizierungen logischerweise. Wir arbeiten deshalb mit der IBM Cloud zusammen, die in Frankfurt im Rechenzentrum entsprechend steht. Und somit habe ich eben nicht nur meine Supermärkte, sondern auch eine Krankenkasse, die natürlich sensible Daten hat und ein paar Banken entsprechend, die sensible Daten entsprechend. Da haben wir jetzt einen Pharmakonzern, der im Frankfurter Rechenzentrum gerade geonboardet wird. Also geht schon, diese Hürden auch zu nehmen. Ganz letzte Frage. Du sagtest jetzt IBM Cloud. Das heißt, da steckt auch Watson drin in eurer KI. Ihr arbeitet also viel mit amerikanischen Anbietern zusammen. Und Schrems 1 und Schrems 2 habt ihr gelöst? Weiß ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Ja. Okay, wir sind 3 Minuten drüber. Simon ruft gleich zum großen Showdown. Herzlichen Dank.